Wie gelange ich zur vollkommenen Freude? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute von Jesus diese Worte: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Der heilige Franziskus war einmal mit Bruder Leo unterwegs. Da dachte er laut über die vollkommene Freude nach und stellte dabei fest, dass diese nicht darin besteht, große Wunder zu wirken, alle Wissenschaften der Erde zu kennen oder alle Schätze zu besitzen. Er entdeckte, dass die vollkommene Freude darin besteht, immer in der Liebe zu bleiben. Selbst dann, wenn man hungrig, durchnässt, müde oder erschöpft an der Haustüre anklopft, und man vom eigenen Mitbruder beschimpft, geschmäht, geschlagen oder sogar rausgeschmissen wird. Das ist wohl die größte Herausforderung unseres Lebens, nämlich in der unendlichen Liebe, mit der Jesus uns liebt, zu bleiben. Sie uns durch nichts oder niemanden nehmen zu lassen. Und darauf zu achten, dass das eigene Herz nicht hart und somit unempfänglich wird für die unendliche Liebe Gottes. Der heilige Hildegard sagte einmal, Herzenshärte ist das Schändlichste von allen, weil sie keine Barmherzigkeit kennt, nichts von Liebe wissen will und weil sie nichts Gutes wirken kann. Vielleicht ging es manchen ähnlich, so wie mir, dass, wenn man tief in die Liebe Jesu eintauchen durfte, vielleicht beim Gebet, beim Lobpreis oder bei der Heiligen Messe, man kurz danach angepöbelt oder gedemütigt wird. Wie schnell ist man dann in großer Gefahr, das Herz zu verhärten, Hass mit Hass zu beantworten, Aggression mit Aggression, Wut mit Wut. Und die Liebe Jesu zu verlieren. Irgendwann bemerkt man dann, dass die Liebe Jesu einfach nicht mehr spürbar ist. Wichtig ist es also, das Gefühl des Hasses oder des Zornes nicht zu verdrängen, sodass es sich dann anhäuft, bis es zur Explosion wird und man dann einfach nicht mehr kann und den anderen dann anschreit oder verbittert zu schweigen beginnt. Wichtig ist es, das Gefühl des Hasses und des Zornes in uns zu bemerken, zuzugeben, ja, ich habe dieses Gefühl, und es dann Jesus abzugeben, vielleicht mit diesen Worten: Jesus, ich bin jetzt richtig wütend. Ich gebe dir meine Wut. Bitte vergib mir meine bösen Gedanken. Und wasch mich rein mit deinem kostbaren Blut. Mit deiner Kraft, denn mit meiner geht es nicht, vergebe ich diesen Menschen. Segne ihn und liebe ihn. Bitte lass mich deine Liebe nie verlieren. Und lass mich immer in dieser vollkommenen Freude bleiben, die du mir schenkst. Danke, Jesus. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der uns mit der unendlichen Liebe des Vaters liebt und uns seine vollkommene Freude schenken will, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Bruder Konrad, des heiligen Judas Thaddäus und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen,
die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth ergreife ich die Autorität über jeglichen Geist der Bitterkeit, des Hasses, der Verzweiflung und alles, was euch bedrängt, und gebiete im Namen Jesu all diesem Übel, ihr soll euch jetzt verlassen, ans Kreuz Jesu gehen und nie wiederkehren. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und bitte die Mutter Gottes, sie möge all das Negative durch ihr unbeflecktes Herz in Segen und Heil für euch verwandeln. Und so segne, heile, stärke, tröste und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag in der Liebe, die Jesus uns schenken wird.